Guten Morgen aus der Neurologie. Mein Name ist Lars Wojtecki. Ich bin Chefarzt einer neurologischen Klinik, das Hospital zum Heiligen Geist in Kempten. Das ist akademisches Lehrkrankenhaus der Uni Düsseldorf. Und dort an der Uni Düsseldorf leite ich auch eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe. Hier habe ich eine Menge Videobeiträge zu neurologischen Aspekten der Corona-Virus-Pandemie. Und heute möchte ich mich nochmal mit dem Thema Geruchsstörungen beschäftigen. Sind also Geruchsstörungen ein Fall für den Neurologen oder sind Geruchsstörungen ein Fall für den Hals-Nasen-Ohrenarzt? Ich habe schon bei meinem letzten Video erzählt, dass es bei der aktuellen Covid-Pandemie häufig berichtet wird und es einige Studien gibt, die zeigen, dass Covid-Patienten unter Geruchsstörungen leiden und diese berichten. Zum Teil auch Geschmacksstörungen. Man muss wissen, neurologisch gesehen sind Geschmacksstörungen in der Regel auch Geruchsstörungen, weil die meisten Geschmacksnoten über den Geruchssinn vermittelt werden. Es gibt eine Studie aus der letzten Woche, wo ein Preprint-Server aus dem Iran berichtet, die sogar zeigen, dass die Mehrzahl der Patienten, die Corona positiv getestet sind, unter Geruchs- und Geschmacksstörungen leiden. Und dort werden sogar Hinweise geliefert, dass selbst asymptomatische, ansonsten asymptomatische Patienten, die noch gar keine Atemwegssymptome haben, offensichtlich auch recht häufig Geruchs- oder Geschmacksstörungen haben. Erste Wissenschaftler fangen schon an, Studien aufzusetzen, bei denen Geruchstests eine Rolle spielen, um Patienten früh zu identifizieren und auch möglicherweise den Verlauf zu kontrollieren und zu schauen, wie sich die Erkrankung im Verlauf entwickelt. Das sind Neurologen in Harvard, aber auch Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, zum Beispiel in Deutschland, in Dresden. Zunächst einmal eine gute Nachricht, das Riechen und das Schmecken, das ist nur zeitweise gestört und das Geruchsvermögen kommt nach einer gewissen Zeit wieder zurück. Was sehr interessant ist und was derzeit untersucht ist, welche Zellen in der Nase im Geruchsorgan sind da betroffen? Sind es nur Zellen der Schleimhaut, der Oberfläche oder sind es auch direkt die Geruchszellen? Man weiß von allen möglichen anderen Viren und auch von den vorigen Coronaviren, dass recht häufig die Nase und auch Nervenzellen, die von der Nase ins Gehirn führen, betroffen sein können. Und dies wird eben jetzt gerade bei dem aktuellen Coronavirus untersucht. Ich habe hier einmal ein Gehirnmodell, was ganz gut verdeutlicht, wie man sich das anatomisch vorstellen muss. Dieses Gehirn ist so rum richtig zu halten. Das ist die Seitenansicht eines Gehirns. Frontalhirn, hier hinten ist das Kleinhirn. Und was man eben sehen kann an diesem Modell, ist, dass hier unten der Riechkolben oder der Hirnnerv, der Geruchsnerv verläuft und von dort direkt sozusagen in die Nase die Verbindung hat. Und man kann sich daher sehr gut vorstellen, dass ein Befall von den Gehirngeruchsnerven einen direkten Weg ins Gehirn finden kann und die Viren möglicherweise hier einen Weg ins Gehirn, in den Hirnstamm oder andere Regionen finden könnten. Eine aktuelle Arbeit aus einer Arbeitsgruppe aus Harvard hat jetzt untersucht, wie die verschiedenen Zellen in dem Bereich der oberen Nase, dem olfaktorischen Epithel nennt sich das, wie deren genetische Ausstattung ist hinsichtlich der Fähigkeit, diese Rezeptoren zu produzieren, die das Virus braucht, um dort einzudringen, speziell die ACE2-rezeptorbindenden Domänen. Und diese Domänen binden an die Spikes, an die kleinen Stachel von dem Coronavirus. Und hier wurde untersucht, welche Zellen der oberen Nasenhöhle oder des eben olfaktorischen Epithels haben denn diese Fähigkeit, diese Bindungsstellen zu produzieren. Und die sind zum Schluss gekommen, dass es eher nicht die Sinneszellen sind,
die diese Oberflächenmöglichkeit aufweisen, sondern eher sogenannte Supportzellen und Stammzellen, sodass dieser Hinweis eher darauf hindeutet, dass das SARS-CoV-2-Virus eher nicht direkt die Nervensinneszellen fällt. Nun ist die Lage aber nicht ganz abwegig, davon auszugehen, dass eine Wanderung der Nerven, der Viren in das Nervensystem gehen kann. Und deswegen wollte ich nochmal kurz erläutern, was wir allgemein über Coronaviren wissen und ob die die Fähigkeit haben, ins Gehirn zu gehen. Die Lagebezeichnung hatte ich ja gerade schon gezeigt, dass der Riechkolben direkt ins Gehirn führt und dort in der Nähe ist der Hirnstamm und dort sind Areale, die auch Atmung und Kreislauf steuern. Und es gibt die Vermutung, dass die schweren Verläufe der Coronavirus-Infektion aktuell bei SARS-CoV-2 möglicherweise doch dann durch Befall des Gehirns auch ausgelöst werden können. Wie gesagt, die Harvard-Arbeitsgruppe zeigt eher, dass die direkten neuronalen Zellen offensichtlich nicht betroffen sind. Aber hier möchte ich nochmal kurz aufzeigen, was wir allgemein von anderen Coronavirus-Pandemien wissen, auch was das SARS-1-Virus angeht. Und man kann, weil es dort eine Ähnlichkeit der Viren gibt, durchaus vermuten, dass hier noch weitere Informationen in der Folge kommen, die noch mehr Informationen über die Fähigkeit des Virus gibt, ins Nervensystem zu wandern. Es ist so, dass es auch aktuell Fallberichte gibt von Entzündung des Gehirns und von Entzündung des Rückenmarks, die mit der Covid-19-Pandemie einhergehen können. Eine nekrotisierende Enzephalitis, also eine Hirnentzündung mit blutiger Verendung des Hirngewebes ist sogar beschrieben, wobei bei diesem Fall kein Virus im Nervensystem gesehen wurde bzw. im Nervenwasser gesehen wurde und man davon ausgeht, dass es hier eine allgemeine Reaktion des Immunsystems im Gehirn gibt und deswegen das Gehirn sich indirekt entzündet, aber nicht direkt durchs Virus. Es gibt eine einzige Meldung aktuell vom SARS-CoV-2-Virus, wo die PCR, also die Polymerase-Kettenreaktion, die die Virusbestandteile, die Virus-Erbbestandteile direkt nachweist, im Nervenwasser gefunden wurde. Das Nervenwasser ist das Wasser, was das Gehirn umkleidet und durch eine Nervenwasserfunktion hinten am Rücken abgezapft werden kann und so Informationen darüber gibt, ob ganz nah am Nervengewebe Virusbestandteile sind. Es gibt, wie gesagt, einen einzigen Bericht darüber aus Peking und dieser Bericht ist gar nicht so einfach zu finden. Es handelt sich bisher nur um eine Pressemitteilung des Krankenhauses, die immer weiter zitiert wird bis in hohe neurologische Fachjournale. Es gibt bisher noch keine wissenschaftlich offizielle Publikation, die belegt hat, dass das Virus im Nervenwasser zu finden ist. Also, zusammengefasst nochmal, aktuelle Informationen zeigen, dass es zwar Geruchs- und Geschmacksveränderungen gibt, aber wahrscheinlich nicht durch direkten Befall der Nervenzellen. Trotzdem gibt es eine Lagebeziehung, die sehr nah am Gehirn ist und es gibt Informationen von alten Coronaviren, dass die die Möglichkeit haben, ins Nervensystem zu klettern. Und das möchte ich in der Folge nochmal genauer aufzeigen. Von dem SARS-1-Virus gab es zum Beispiel tatsächlich Nachweise von SARS-Coronaviren im Nervenwasser und auch beschriebene Fälle von neurologisch erkrankten Patienten mit epileptischen Anfällen und Zeichen einer Hirnentzündung. Man weiß auch aus tierexperimentellen Untersuchungen mit anderen Coronaviren, dass der schwere Verlauf von Erkrankungen durchaus mit dem Befall im Hirnstamm, also in der Stelle in der Mitte des Gehirns, was ich eben gezeigt hatte, vergesellschaftet sein kann. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass der sogenannte axonale Transport, also der Transport von einer Nervenzelle zur anderen Nervenzelle, tatsächlich Viren transportieren kann und so Coronaviren von einer Nervenzelle zur anderen wandern können und man weiß auch, dass gewisse Entzündungen, demyelinisierende Entzündungen,
bei den milde-seelenden Erkrankungen, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, mit Coronaviren zusammenhängen können, weil man dort auch vermehrt Coronaviren gefunden hat. Das heißt also, bei anderen älteren Coronaviren ist der Zusammenhang mit einer Hirnentzündung und auch der Bewegung des Virus durch das Nervensystem durchaus tierexperimentell gezeigt worden. Ich hatte eben schon mal darauf hingewiesen, dass es aber im Moment strittig ist, ob die Zellen hier oben in der Nase überhaupt in der Lage sind, diese ACE2-Rezeptoren auszubilden. Bei anderen Zellen im Gehirn ist es ebenfalls strittig. Es gibt Publikationen, die sagen, es gibt ACE2-Rezeptoren im Gehirn, bei Nervenzellen. Andere Publikationen aktuell sagen ja, aber eher in den Endothelzellen, das sind also die Zellen, die die Blutgefäße durchs Gehirn fließen, auskleiden. Dort sind die mehr vertreten. Andere sagen, es gibt beides, aber in den Nervenzellen gibt es sehr wenig ACE2-Rezeptoren, sodass der Befall des Virus auf die Nervenzellen selbst relativ unwahrscheinlich ist. Wenn es nicht direkt über ACE-Rezeptoren der Nervenzellen ins Gehirn kommt, gibt es denn vielleicht einen anderen Weg, dass die Coronaviren ins Gehirn kommen? Und hier ist tatsächlich der Blutweg auch zu diskutieren. Ich hatte gerade gesagt, die Zellen, die die Blutgefäße auskleiden, haben auch ACE2-Rezeptoren. Und es ist durchaus vorstellbar, dass wenn das Virus im Blut wäre, dass dann eine Veränderung, eine Verletzung der sogenannten Blut-Hirn-Schranke, das ist die Barriere vom Blutgefäß zum Gehirn, dass die durchbrochen werden kann und dass dann aus den Blutgefäßen heraus das Virus in Gehirngewebe wandern könnte. Dazu müsste das Virus aber zunächst ins Blut kommen und auch das ist umstritten, ob das Virus im Blut zu finden ist. Es gibt einzelne Berichte, die PCR-positive Proben im Blut gefunden haben. Das Centers for Disease Control, das ist sozusagen das Robert-Koch-Institut der Amerikaner, die oberste Instanz der Infektionsbekämpfung in Amerika, hat tatsächlich offiziell auf ihrer Homepage deklariert, dass das SARS-CoV-2-Virus im Blut auch vorhanden sein kann. Also durch Wandlung des Blut in den Blutgefäßen im Gehirn, wenn diese dann ACE2-Rezeptoren befallen sind, die Gefäßwände und brüchig werden, wäre es also auch vorstellbar, dass ein indirekter Weg ins Gehirn gefunden werden könnte. Zusammenfassend kann man also sagen, wir wissen von anderen Coronaviren, dass sie das Gehirn befallen können. Inwiefern das bei Covid-19 der Fall ist, ist nicht ganz klar. Dass Geruchsstörung ein Hinweis sein kann, sollte weiterverfolgt werden. Eine positive Mitteilung ist, dass Geruchsstörungen auch dazu genutzt werden können, Patienten früh zu identifizieren und im Verlauf zu beobachten, ohne dass man einen komplizierten Labortest benötigt. Das kann für die Eindämmungsmaßnahmen in Zukunft vielleicht auch relevant sein. Das ist heute der aktuelle Stand, den ich zu Corona und Geruchsstörungen mitteilen wollte. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie informiert. Bis zum nächsten Mal.